Köln. Hier haben Dennis und seine Frau Isabella vor 3,5 Jahren ihre Wohnung verloren. Ein Großteil ihrer Sachen wurde eingelagert. Was genau, wissen die beiden selbst nicht mehr. Doch das soll sich heute ändern. Wir haben vom Jobcenter einen Schein bekommen, wo wir die Auflistung machen sollen, was wir eingelagert haben. Damit die auch entscheiden können, ob sie weiterzahlen oder nicht. Wer hat das bisher denn bezahlt? Jobcenter. Und damit der Steuerzahler. Im Laufe der Zeit ist dabei eine enorme Summe zusammengekommen. Die Kosten belaufen sich mittlerweile monatlich auf 207,66 Euro. Wenn man das mal hochrechnet, dann wären das pro Jahr, sind das 2.491 Euro, die Container kosten. Und das dann mal 3,5 Jahre, sind wir bei mittlerweile 8.721 Euro. Ein Betrag, der komplett vom Staat übernommen wird. Ich sehe das natürlich auch als Unternehmersicht, dass wir Geld bekommen, natürlich, klar. Aber wenn ich das privat darüber nachdenke, dann denke ich dann natürlich auch, oder beziehungsweise das ärgert mich natürlich auch sehr. Immerhin ist das Amt nach 3,5 Jahren zu dem Schluss gekommen, die Übernahme der Kosten noch einmal zu prüfen. Für Dennis und Isabella bedeutet das Arbeit. Theoretisch haben wir bei der Einlagerung einen Vertrag ausgemacht, dass hier die Umzugsfirma normalerweise eine Auflistung machen sollte. Die hat die bis heute noch nicht gemacht. Dennis will die Verantwortung auf das Lagerunternehmen abwälzen. Kommt er damit durch? Hallo. Ich habe hier einen Brief bekommen vom Jobcenter. Ja. Die verlangen von mir eine Auflistung. Mhm. Von den Lager. Mhm. Wer muss denn jetzt mal die Auflistung machen? Weil bei der Einlagerung wurde ja normalerweise gesagt, dass die Auflistung von Unternehmen gemacht wird. Nee, das ist, glaube ich, falsch, weil theoretisch sind Sie ja jetzt ein Selbsteinlagerer und Sie müssten das machen. Das würde ja theoretisch nicht bezahlt werden vom Jobcenter, dass ich jetzt eine Person dahin stelle und die dann die Auflistung macht. Ja. Aber du musst es heute eben selber erledigen. Wie findest du das? Schwer, aber was soll ich machen? Bei der Einlagerung ist ja vieles schiefgegangen, es war ja gar nichts vorab gepackt. Und das, obwohl Dennis und Isabella schon lange wussten, dass sie aus ihrer Wohnung raus mussten. Für das Umzugsunternehmen bedeutete das zusätzliche Kosten. Warum ist denn da oben die Wohnung noch nicht komplett verpackt? Weil ich nicht mehr rein konnte. Warum müssen wir das denn jetzt machen? Also, ich habe jetzt schon jede Menge Stress im Büro. Und die Wohnung sieht aus wie eine Räumung und kein Umzug. Einen Großteil der eingelagerten Sachen haben die beiden seitdem überhaupt nicht vermisst. Da oben befindet euch eure Sachen. Da können Sie sich gerne austoben und alles anschauen. Wenn was sein sollte, ich sitze im Büro, dann können Sie sich einfach bei mir melden. Okay. Danke. Ja, hat Spaß. Wer geht diese schöne Treppe hoch? Ja, du. Ich? Ja. Nee, der mutige Herr Vogel. Nein, du. Du. Ich. Du gehst hoch, genau. Und hoch. Ein zweites Mal nicht, aber was ist denn gerade das Problem? Weißt du, wie hoch das ist? Dennis? Hä? Was ist denn das Problem bei dir? Ich gehe da nicht hoch auf die Treppe. Ich habe Probleme mit Leitern und Treppen. Ich werde das Ding nicht betreten. Du gehst ja jetzt echt nicht hoch? Nee. Ich gehe da nicht hoch. Stellst du dir das jetzt vor? Dann muss sie runterbringen, die Sache. 33 Kubik und knapp so weit nehmen, dass du durch kannst. Noch was, ja. Stell schön die Stellfläche zu. Ich kann sie gerne runtergehen. Eine klare Arbeitsteilung. Isabella schuftet, Dennis schimpft. Ist dir das bewusst, dass dieser Container, wie groß der ist? Das ist ein Seekontainer. Guck dir doch an, was das für ein Teil ist. Ist hier unten einer. Jetzt willst du die ganzen Stangen wegpacken, dies packen, das packen, ja. Du bist Tage, Jahre dran. Die ist blöd, die versteht das nicht. Die denkt, das ist ein kleines, wie ein Auto. Oder ein kleiner Transit, das ist ein riesen Container. Die versteht das seit Jahren nicht. Hast du einen anderen Vorschlag? Ich halte mich jetzt hier rauf. Ja, wo ist denn die Liste in deiner Hand? Ist sie nicht. Ja, was soll ich denn auflisten? Sag mal, was? Soll ich hier schreiben, eine Lampe? Das hat sich dann erledigt. Ja, das ist das ganze Problem.
Schließlich hat Dennis mit seiner Nörgelei auch Isabellas Motivation im Keim erstickt. Was machst du jetzt? Wieder zurückpacken. Er hat ja keine Hoffnung drin, irgendwie immer anzufangen. Heißt das, das war jetzt die Aktion, die Sachen aus dem Container aufzulisten? Nein, aber was soll ich gerade machen? Ich bin gerade überfordert irgendwie. Er redet nur. Will niemals hier hochkommen, niemals helfen, nix. Wir können ja mit 10 Kisten anfangen. Die sind ja gerade eigentlich hier vorne. Das heißt, du würdest eigentlich gerne loslegen? Eigentlich schon, ja, aber alleine schaffe ich das nicht. Isabella gibt auf. Und Dennis, der selbst keinen Finger gerührt hat, macht ihr auch noch Vorwürfe. Wo ist die große Klappe? Das ist doch kein Problem. Ich nehme eine Liste. Ich alleine schaffe es nicht. Du trägst auch mit Verantwortung, das zu überprüfen und aufzulisten. Es wird Wenn mich es nur nach mir geschehen wäre, wäre schon längst alles vorbei. Aber du hast ja immer Zeit für alles. Ach, es war schon längst vorbei? Warum fängst du jetzt nicht mal an? Wir sind jetzt hier vor Ort, wir können jetzt was machen. Ja, jetzt kannst du es machen. Meinst du, ich bin alles hier schuld oder was? Ja. Du kriegst aber eine große Mitverantwortung, bist auch viel Mitschuld. Ja, dass ich das ertrage. Nee, nicht nur, dass du das erträgst, dass du nichts machst. Hör mal zu, ich will, sagt er, seit Jahren, ich will meine Sachen einfach von dir haben. Dann bin ich weg. 1000 Ausreden, ja, jetzt bin ich wieder schuld. Lass uns gemeinsam anfangen. Nein, ich mach da oben nichts. Du kannst mich nicht für alles zwingen. Merkst du das nicht, was du tust? Komm, geh, verkriech dich doch ins nächste Erdloch. Und mach du nie doch. Was, änder nie was. Das, was ich machen will, kann ich nicht schaffen bei dir. Was willst du denn schaffen? Stehen? Auf der Urlaubsinsel Mallorca hat Sven das letzte halbe Jahr als Obdachloser gelebt. Bevor es heute zurück nach Deutschland geht, möchte er sich von seinen Freunden verabschieden. Besonders von Caro, die ein wichtiges Dokument für ihn aufbewahrt. Die Caro ist eine Bekannte von mir, die hat einen Personalausweis, den ich mir gerade noch vom Konsulat neu geholt habe. Und den muss ich mir jetzt abholen für den Rückflug. Sven hat Caro im Park kennengelernt, wo er sich regelmäßig mit anderen gestrandeten Deutschen trifft. Die 49-Jährige lebt auf einem abgelegenen Parkplatz. Sven, wo wohnt die Caro? Hier vorne in ihrem Wohnmobil, ehemaliger Geldtransporter, voll gepanzert. Für Caro geht Sicherheit vor Komfort, erst recht in dieser heruntergekommenen Ecke der Insel. Caro, guten Morgen. Hi, Svenny. Na, wie geht's? Ja, alles gut. Und bei alles dir? Gut. Ja. Möchtest du ein schönes Schokocroissant? Mit Nutella, bitte. Ja, ist mit Nutella drin. Da ist Nutella schon drin. Aber ich hätte gerne Nutella drauf. Noch drauf? Ja, aber gerne. Caros Geldtransporter ist wie ein kleines Wohnmobil eingerichtet. Es ist zwar etwas heiß und stickig im Inneren, aber dafür lebt es sich sehr günstig. Ich habe diese Variante gewählt, weil die Mieten hier so teuer sind. Man zahlt 400 Euro Miete im Monat. Dieser Wagen hat mich 4.000 gekostet. Das sind 10 Monate Miete, aber das ist jetzt meiner. Ich bin seit 18 Jahren hier, war jetzt 1,5 Jahre zwischendurch in Deutschland, weil ich hier ein paar Probleme hatte und bin jetzt im Januar wiedergekommen, arbeite im Callcenter seit über einem halben Jahr. Und habe mich halt für diese Variante des Lebens dieses Jahr entschieden. Sonst habe ich hier immer in der Wohnung gelebt. Caro, ich muss heute unbedingt meinen Personalausweis. Ja, ich weiß, du fliegst ja heute, weiß ich. Ja, weiß ich doch. Und das wollte ich am liebsten sofort erledigen, bevor ich da. Da hast du ihn. Und dann können wir jetzt eine rauchen gehen, weil ich muss sowieso gleich zur Bank. Und dann habe ich noch eine tolle Nachricht für dich, das erzähle ich dir dann draußen. Super. Ja? Mhm. Mit dem vorläufigen Personalausweis kann Sven ausreisen. Wo er in Deutschland wohnen soll, weiß er jedoch noch nicht. Deshalb hat Caro etwas für ihn organisiert. Du kennst doch noch die Angie, die mal hier war auf Mallorca? Die Blonde aus dem Park, ja. Genau, die. Mhm. Die auch schon Obdachlosen mal ein bisschen Geld gibt und sowas. Mit der habe ich gesprochen über Facebook und auch schon mit ihr telefoniert. Die hat mir den Vorschlag gemacht, als ich das von dir erzählt habe, dass du jetzt nach Köln fliegst. Die wohnt ja nicht weit von Köln entfernt. Mhm, in Wissen. Genau, und die wäre bereit, dich für eine Nacht bei sich schlafen zu lassen. Sie hilft dir dann, dass du dann mit ihr die Arbeitsamtgänge und alles auch erledigst. Ja, wäre eine super, super Idee. Ich fühle mich zum großen Teil erleichtert, weil ich weiß, wie es heute Abend weitergeht. Weil ins Ungewisse zu fliegen ist unschön, aber jetzt habe ich ein kleines Sprungbrett. Sven, weißt du was, das Beste ist, wir rufen sie jetzt gleich mal an. Ja, wäre schön. Dann hast du auch noch mal die Absicherung, gell? Sven besitzt selbst kein Handy. Umso wichtiger ist es, alles vorab genau zu klären. Wenn du durch den Bahnhof
hochläufst, da kommt so eine ganz große Treppe. Und ich kann direkt rüber gucken von meinem Wohnzimmerfenster und ich sehe dich dann. Gut, dann winke ich. Dann komme ich gerade rüber, ist es nur über die Straße, schräg über die Straße. Und ich hole dich dann da ab. Ja, super. Ja, pass mal auf, Sven. Bitte. Hier absolutes Alkoholverbot. Ja. Laut eigener Aussage hatte 50-Jährige jedoch ein Alkoholproblem. Ich hoffe, dass du mich nicht enttäuscht. Nein, werde ich nicht. Bin ich mir relativ sicher. Ja, das wäre ja super. Und ciao. Sven hat eine harte Zeit hinter sich. Ob er sein Leben in Deutschland wieder in den Griff kriegt? Udo und sein Sohn Miguel sammeln heute am Rande eines Open-Air-Festivals in Dortmund Pfandflaschen. Mit dem Erlös wollen sie sich ihr Taschengeld für die geplante Reise nach Hamburg aufbessern. Es ist an diesem Tag extrem heiß. Vater und Sohn kommen an ihre Grenzen. Wir sammeln jetzt knapp 4 Stunden. Aber ich denke, das reicht jetzt auch langsam. Und die Sonne, die macht einen klare. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Hat sich die Anstrengung der letzten 4 Stunden gelohnt? 1,60 Euro, genau 13 Euro. Macht zusammen? 14,60. Ja, aber für heute war gut. Ja. Wir waren ja nicht alleine hier. Stundenlohn pro Kopf 1,83 Euro. Es war so ein anstrengender Tag, aber wir haben trotzdem noch ein paar Flaschen gefunden. Mein Sohn konnte einiges mitnehmen, zum Beispiel, dass Arbeit, selbst Flaschen sammeln, harte Arbeit ist und man Ellenbogen dafür braucht. Sich selber überwinden, Leute ansprechen, hat er ganz gut gemacht, bin stolz auf ihn. Und das ist neben dem verdienten Geld der größte Gewinn. Zurück in Goch steigt das Reisefieber. Der Trip nach Hamburg ist ein absoluter Luxus für den Geringverdiener und seinen Sohn. Entsprechend aufgeregt sind die beiden. Nach Hamburg sind es über 400 Kilometer. Eine ganz schöne Strecke für den alten Kombi. Übernachten wollen Udo und Miguel auf einem Campingplatz für Wohnmobile mitten in der Innenstadt. Das ist laut, aber günstig und praktisch. Jetzt steht einfach nur noch Ankommen an. Wir machen das Bett schon mal klar, Schiff, und dann eben was essen. Findest du es hier? Bis jetzt gut eigentlich. Nur halt die Bahn. Durch der Bahn wird man wenigstens früh geweckt. Eigener Wecker. Vater und Sohn freuen sich aufs Abendessen. Doch an der Rezeption gibt es schlechte Nachrichten. Wir dürfen hier nicht grillen, weil es brandschutzmäßig verboten ist. Dann können wir gar nichts mit essen. Doch, wir kriegen, mein Gott, bis jetzt habe ich jedes Problem gelöst. Dann müssen wir den Grill eben wieder wegpacken. Dann müssen wir die Suppen kalt essen. Ja, okay. Ist ein Abenteuerurlaub und kein Wellnessurlaub. Sich nicht unterkriegen lassen. Genau das möchte Udo seinem Sohn vermitteln. Guten Hunger. Das ist Hamburg. Schön. Camping mit kalten Ravioli. Für viele wäre das sicher kein Traumurlaub. Udo und Miguel jedoch sind zufrieden mit dem, was sie haben.